Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein neues Adventskalender-Unboxing für dich und zwar ist heute der Essie-Adventskalender dran. Also wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen zu erfahren, was sich hier drin verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Dieser Adventskalender sieht aus wie eine Nagellackflasche. Riesengroß, richtig, richtig geil. Und ja, den kann man bei DM kaufen. Ich habe den bei Amazon gekauft für 49,95 € und hier sind 24 Nagellacke von Essie enthalten. Oder Nagelpflegeprodukte auch mitunter, ich weiß es nicht. Hier ist auf jeden Fall so ein Drüberziehding, das ich mal entferne. Adventskalenderverpackung ohne Plastik. Da steht da auch noch mit drauf. Ich finde die Verpackung übrigens richtig cool. Ne? Das ist, kann man sich schön hinstellen in der Weihnachtszeit. Hinten hast du dann auch so einen Aufsteller. Da kann man das dann entsprechend halt hinstellen. Und ja, ich würde sagen, wir packen ihn mal zusammen aus. Das ist eigentlich ein Adventskalender für absolute Nageljunkies. Vor ein paar Jahren hätte ich mir den definitiv nicht geholt, weil ich dann noch Gelnägel hatte. Mittlerweile lackiere ich mir die Nägel selber. Das hier ist auch ein Essie-Nagellack übrigens. Und ja, hier kann ich dann tatsächlich auch einiges von selber verwenden. Ein Teil werde ich demnächst mal verlosen. Und ja, ich will ihn jetzt mal aufmachen. Er fühlt sich aber relativ unstabil an, wenn er befüllt ist, weil dieses Teil hier oben auch nur so draufgesetzt ist. Ne? Sieht hübsch aus, aber es ist nicht so unfassbar wertig verarbeitet. Hier haben wir die Nummer 1. Oh, und hier sind halt so richtige Reinsteckverpackungen drin, dass der Nagellack halt nicht so drin rumfliegt. Das finde ich auch richtig cool. Zum Weiterverwenden ist es ein bisschen schade, wenn man das dann halt wieder entfernen muss. Und ich werde diesen Adventskalender ja auch weiterverwenden. Aber an und für sich ist das eine ganz gute Nummer, weil das ist ja auch für Essie-Nagellacke gemacht. Das ist jetzt ja kein Adventskalender, den du unbedingt weiterverwenden musst. Hier haben wir einen von den neuen drin, von den Expressis. Das finde ich toll. Quick Dry Nail Color. Das ist dieser hier. Eine wirklich wunderschöne altrosa Farbe. Das ist die Farbe Second Hand First Love Nummer 10. Finde ich toll, denn die sollen richtig schnell trocknen. Ja, das Design vom Adventskalender ist übrigens auch ganz nice, ne? Also die einzelnen Boxen haben entsprechend Bildchen drauf und es ergibt sich auch ein Gesamtbild daraus, was jetzt nicht unbedingt mega stimmig ist, es ist einfach nur Adventskalender-mäßig verpackt. Die Nummer 2. Hier ist eine etwas kleinere Größe drin von einem normalen Essie-Nagellack. Das ist dieser hier. Die kann man auch ab und an kaufen. Also ich muss mal schauen, wo ich da einen Preis auch für finde. Not Just a Pretty Face ist hier die Farbe, die Nummer 11. Und da sind 5 ml drin. Ist ähnlich zu dem, den wir eben hatten, aber ein bisschen heller. Und ich glaube, den habe ich auch tatsächlich schon. Dann gehen wir mal weiter zu der Nummer 3. Die ist etwas leichter. Ja, hier haben wir auch so eine Probiergröße drin. Das ist ein klarer Lack und zwar Strong Start ist hier die Bezeichnung. Ich denke, dass es ein Base Coat sein könnte, oder? Die Nummer 4 haben wir quasi in dem oberen Teil des Adventskalenders und die ist ein bisschen schwerer. Oh, das ist einer von diesen gedrehten Nagellacken. Auch wieder eher so ein pasteller, nude-farbener Nagellack. Und das ist die Farbe 40. Fairy Taylor. Oh, sehr, sehr schön. Also bislang waren wir etwas dezenter unterwegs, wie man bei mir oft sieht. Ich bin auch ein Fan von sehr, sehr bunten Lacken. Ich hoffe, dass wir hier auch bunte Lacke drin haben werden. Die Nummer 5, der Tag von Nikolaus. Das ist eine richtig schöne Farbe. Herzlich willkommen im knalligen Bereich. She is pampered ist die Farbbezeichnung. Also sie ist gepampert, sie ist... Ich weiß nicht, wie würde man pampern übersetzen? Sie wird bevormundet, bevorzugt oder so? Ja, genau. Finde ich aber auch sehr, sehr schön, sehr, sehr tragbar. Nicht so ein klassisches, krasses Rot, es ist eher so ein Erdbeerrot. So, Nikolaus darf auch gerne etwas Besonderes sein und Nikolaus ist auch etwas größer. Oh, wir haben Filmmaterial drin, das finde ich doof. Halloween, let's do this. Und da hast du halt so einen Schreibblock mit drin, wo du die einzelnen Tage drauf geschrieben hast. Ich meine, ne, ich schreibe mir gerne To-Do-Listen und so. Das ist natürlich ganz nett, aber ich werde mir für 2021 auch wieder so einen A5-Jahresplaner holen. Jetzt so für meine YouTube-Planung zum Beispiel. Da wird das nicht reichen. Nee, also nee, nee. Das ist, wovon ist das? Oder nicht oder doch, ist halt die Marke. Keine Ahnung. Hätte ich jetzt nicht in einem Essie-Adventskalender gebraucht. Ich denke, dass ich das Produkt tatsächlich in einen anderen Adventskalender packen werde für Freunde und Familie, oder? Ja. Die Nummer 7 ist wieder ein kleiner 5 ml Lack. Allure ist da die Farbbezeichnung. Und das ist so ein Weiß oder so ein
cremeweiß. Es ist, ich glaube, sogar ein bisschen deckender als der Ballet Slippers, den ich auch sehr, sehr gerne trage. Die Nummer 8. Gel Setter Top Coat Überlack. Okay. Kann man auch auf jeden Fall sehr gut gebrauchen. Ich weiß nicht, ob wir hier spezielle Gellacke drin haben oder ob das von der Textur her so sein soll. Ich würde den einfach als ganz normalen Überlack verwenden. 13,5 ml sind da drin. Ja, ne? Kann man auf jeden Fall sehr gut gebrauchen. Ich verwende immer einen Unterlack, dann irgendeine Farbe und dann Überlack. Die Nummer 9 befindet sich genau darüber. Das ist hier. Ein Aprikosenöl. Okay, das scheint mir dann einfach zur Nagelpflege zu sein, ne? Dass man das einfach so für die Nagelhaut und für den Nagel an sich nimmt. 5 ml sind hier enthalten. Nagelöl verwende ich vor allem abends für meine Füße, deswegen kommt mir das ganz gelegen. Kommen wir nun in den zweistelligen Bereich und nehmen uns die Nummer 10. Und die ist auch wieder sehr, sehr leicht. Und dieses Füllmaterial, ich glaube, das, ja, das brauche ich eigentlich nicht. Hier haben wir so Kärtchen drin, das ist auch irgendwie ganz süß. Das ist auch von oder nicht oder doch. Also ich glaube, dass sie da eine Kooperation mit denen zusammen hatten. 3 Stück sind da drin. Okay, einmal ho, ho, ho oder auch oh, oh, oh. Je nachdem, wie rum man das sieht, ne? Dann haben wir hier Merry Christmas, your personal 20% Gift Code for the oder nicht oder doch Online-Shop. Genau, ja. Es ist halt ein Gutscheincode. Und jetzt kommt gerade der Briefträger. Das war der Hermesbote. Der kennt das noch nicht so von mir. Tut mir immer fast leid, wenn die mich so sehen, ne? Im September. Okay, dann haben wir hier It's a Wonderful Time. Das ist noch eine weitere Geschenkkarte. Also haben wir im Prinzip hier 2 Geschenkkarten drin und einen Rabattcode. So, die erste Schnapszahl, die Nummer 11, suche ich mir jetzt mal raus. Die haben wir genau in der Mitte. Hier haben wir jetzt ein klassisches Rot, das heißt auch Really Red, Really Red, wirklich rot. Und das sind 5 ml, das ist wieder so eine kleine Größe. Ja, aber ne, so oft trägt man wahrscheinlich nicht so klassisch roten Nagellack. Deswegen finde ich das auch gar nicht schlimm, dass es eine kleinere Größe ist. Halbzeit, die Nummer 12 haben wir hier. Maki Me Happy ist hier die Farbbezeichnung. Maki Me Happy, okay. Das ist ein dunkelrot, so ein Kirschrot würde ich dazu sagen. Und hier haben wir auch wieder eine kleine Größe. Mehr Rottöne sollte es eigentlich nicht geben, meiner Meinung nach. Ne? Wir haben jetzt schon 3 Rottöne. Die Nummer 13. Hier. Und ich muss immer noch über das Gesicht von dem Hermesboten gerade lachen. Da ist echt so ein Schritt nach so zurückgegangen, so hoch. Okay, was haben wir hier? Good as Gun. Clarifying Nail Polish Remover mit 25 ml. Ja, ne? Also normalerweise habe ich zum einen dieses für meinen Fingernagellack, wo ich meinen Finger halt immer reinstecke, bis der Nagellack ab ist. Aber für die Füße kann ich das auf jeden Fall gebrauchen. Und jetzt haben wir schon den zweiten Paketboten, den ich erschrecken habe. Das war jetzt die Vertretung von dem normalen DHL-Boten, der normalerweise kommt. Auch der musste gerade lachen. Ich habe aber allen frohe Weihnachten gewünscht. Wie es sich halt gehört, ne? So, die Nummer 14 haben wir ganz, ganz oben. Die ist hier. Steht er da in kurzer Hose, ne? Okay, was haben wir hier? No Chips Ahead. Okay. Ja, das scheint dann einfach so ein Überlack zu sein, ne? So ein durchsichtiger Überlack. Topcoat hatten wir jetzt ja eben auch schon mal. Ich weiß jetzt nicht, wo der Unterschied ist. Oder das ist halt ein ganz normaler Nagellack halt auch in dem Sinne. Man kann ja auch ganz normal klaren Nagellack verwenden, ne? So, die Nummer 15 haben wir hier. Das hört sich auch wieder nach Füllmaterial an. Ja, was ist das? Oder nicht oder doch? Oh nein. Ja, es ist Washi-Tape. Da steht Ho 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 drauf. Ich werde es verwenden. Surprise. Wonderland, wonderful. Es ist schön, aber es ist ein Nagel-Adventskalender, Leute. Da muss sowas nicht rein. Nein, nein. Der hat 50 Euro gekostet. Ich erwarte in jedem einzelnen Kläppchen sinnvolle Produkte eigentlich. Die Nummer 16 haben wir hier. Das ist eine schöne Farbe, ein schönes Kupfer. Die Farbe 613 hat, das sind auch wieder 5 ml, aber diese Farbe hat leider keinen Namen. So ein Roségold ist das. Auch irgendwie ganz cool, ne? Kann ich mir gut vorstellen auf so einem einzelnen Nagel. Nummer 17 ist ganz unten. Das hier, die fühlt sich schön schwer an. Da ist bestimmt ein Full-Size-Nagellack drin, oder? Es ist eine Woche vor Weihnachten, Leute. Oh ja, ein Expressi in einer richtig geilen Farbe.
Air Dry 340 ist hier die Farbbezeichnung. So ein schönes, helles Jeansblau. Das finde ich auch richtig schön. Hat so einen gräulichen Einstich und ist so ein bisschen spezieller. Das mag ich. Okay, die Nummer 18 ist wieder groß. Da ist es auch sehr, sehr leicht. Ich habe Angst, was da drin ist. Eine Nagelfeile. Das ist bestimmt eine Nagelfeile. Nein, nicht euer Ernst. Das ist nicht euer Ernst. Wir haben so ein riesen... Wir haben einen Bleistift drin. Yay! Make today amazing. Passt halt zum Blog, aber ey. Leute. Die Nummer 19. Die haben wir hier. Das ist ein richtig geiler Nagellack, denn den wollte ich immer haben, aber der war immer ausverkauft. Eine Full-Size-Größe von der Farbe Blanc. Also blank, also weiß. Richtig, richtig geil. Das ist ein schönes Reinweiß und sowas mag ich richtig gerne. Als ich im Sommer auf der Suche nach einem wirklich weißen Nagellack war, bin ich letztendlich bei Essence fündig geworden. Bei einem eigentlich relativ ausrangierten Nagellack, die jetzt auch mittlerweile nicht mehr im Sortiment sind, glaube ich. Aber genau den hier wollte ich eigentlich von Essie haben und jetzt habe ich ihn. Finde ich schön. So, jetzt kommen wir zum 20er Bereich. Die Nummer 20. Jetzt haben wir hier meinen Lieblingsnagellack von Essie und zwar ist es die Farbe Ballet Slippers. Das ist so ein semi-durchsichtiger Nagellack. Das macht so einen schönen Milchglas-Effekt auf den Fingern. Und wenn man den in zwei Schichten aufträgt, ist ja auch so ein bisschen deckender. Ich finde den wunderschön. Und jetzt habe ich hier tatsächlich nochmal einen davon. Die sind echt klasse. Und die halten gut und ne, sehen gut aus. Ich werde sehr häufig tatsächlich gefragt, wenn ich den drauf habe, welchen Nagellack ich drauf habe. Ne? Richtig geil. Der ist auch echt schön. Das hat so einen leicht Rosé-Stich auch mit drin. Also das sieht man auch hier, ne? Ganz, 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 ganz leicht. Aber nicht so intensiv und den mag ich echt gerne leiden. Und ihr offensichtlich auch. Die Nummer 21 haben wir hier unten. Das ist wieder so leicht. Ich will kein Füllmaterial. Och nö. Time for new adventures. Und das ist einfach so ein Planer, den du dir theoretisch... braucht kein Mensch, in dein Portemonnaie reinmachen könntest. Aber wir haben doch alle Handys, da sind doch auch Planer drin. Das braucht kein Mensch. Das hätten die sich echt sparen können. Die Nummer 22 haben wir wieder im Deckel quasi drin. Hier haben wir ja wieder ein Rot, okay, in der Farbe Bordeaux. Das ist eine kleine Größe. Und der scheint mir nicht ganz deckend zu sein. Also ich glaube, der ist ähnlich wie der Ballet Slippers, so halb durchsichtig. Das finde ich auch interessant, ne? Das finde ich cool, auch wenn es wieder ein roter Nagellack ist. Die Nummer 23 haben wir auch wieder in dem unteren Bereich und die ist schön schwer. Da dürfte auch wieder eine Full Size drin sein vielleicht. Ja, ein Topcoat Platinum Grade Finish. Schön in diesem gedrehten Design wieder. Den finde ich wunderschön. Der gefällt mir richtig, richtig gut. Da habe ich Bock drauf. Topcoat. Da bin ich jetzt aber gespannt, was wir in der Nummer 24 drin haben, ne? Also zu Weihnachten. Stimmt irgendwie so ein Glitzerlack oder sowas? Ja, Scarlett O'Hara ist da die Farbbezeichnung. Und das ist ein richtig schönes, ja, Rot mit so einem Goldschiff drin. Das gefällt mir auch richtig, richtig gut. Den hatten wir auch tatsächlich schon mal in einem anderen Adventskalender, ich möchte nicht spoilern, mit drin, jedenfalls in einer anderen Farbe, also von einer anderen Marke, aber in einer sehr, sehr ähnlichen Farbe. Den hatte ich auch schon mal auf meinen Fingern drauf gehabt. Und ja, sowas gefällt mir auch wirklich gut. Das ist ein absolut weihnachtlicher Lack. Und das war er nun, der Essie Adventskalender. Was sage ich zu ihm? Ich fand den schön. Ein bisschen viel Rot. Ich hätte mir hier tatsächlich auch ein paar mehr Farben gewünscht. Das Einzige, was jetzt ein bisschen außergewöhnlicher war, was jetzt nicht mit Rot oder Weiß zu tun hatte, war tatsächlich dieses Jeans-Bläuliche von dem Expressi. Ich hätte mir tatsächlich mehr Farben in dem Adventskalender gewünscht. Das wäre ziemlich cool gewesen. Ansonsten hat er mir trotzdem gefallen. Also für mich ist es schon eine gut investierte 50-Euro-Geschichte gewesen. Ja, aber man sollte ihn sich tatsächlich nur holen oder verschenken, wenn die Person, die diesen Adventskalender öffnet, sehr nagelverrückt ist. Ansonsten ist es wahrscheinlich ein bisschen traurig, aber ich kann ihn empfehlen. Doch, ich finde ihn ganz gut, ne? Schreibt mir gerne eure Meinung dazu unten in die Kommentare. Das würde mich echt total interessieren. Was sagt ihr zu einem absoluten Nagel-Adventskalender? Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir.
Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Adventskalender-Unboxings, hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!